Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, und ich sag Hallo zu dieser neuen Ausgabe von Club 700. Nicht immer handelt Gott so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal hat er einen ganz anderen Plan für unser Leben oder zeigt sich uns anders, als wir das vielleicht erwarten. Geduld ist gefragt und festhalten. Erst rückblickend merken wir dann oft, dass wir gewachsen sind im Glauben. Heute geht's um Erkenntnisse über Gott. Besonders offensichtlich wird es beim Thema Heilung. Wir beten, aber nichts passiert. Oder es wird scheinbar nur schlimmer. So wie bei Melissa Helser, die nicht nur mit Schmerzen zu kämpfen hatte. Dazu später mehr. Für Miriam ist Gott nur eine menschliche Erfindung, ein Hirngespinst. Stundenlang diskutierte sie mit einer gläubigen Freundin, die sie schließlich herausforderte. Frag doch Gott, wer er wirklich ist. Miriam rechnete eigentlich nicht mit einer Antwort. Hi, ich bin Miriam und das ist meine Welt. Ich wurde in Wien geboren und in den evangelischen Glauben getauft, aber das alles eben nur auf dem Papier. Meine Familie ging praktisch nie in die Kirche und ich dachte immer, dass Gott etwas war, was sich Menschen ausgedacht haben. Ich habe sogar einmal die Bibel gelesen, nur um zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Später begann ich dann mit meinem Medizinstudium. Ich lernte dann ein Mädchen in meinem Lieblingscafé kennen. Nach einiger Zeit erzählte sie mir, dass sie die Tochter eines Pastors sei. Ich erinnere mich, dass sie mir leid tat, weil sie das glaubte, was in meinen Augen nicht existierte. Nach langen Diskussionen sagte sie endlich, ich solle doch einfach beten, dass Gott mir zeigen solle, wer er wirklich ist. Ich habe sie bloß ausgelacht. Es faszinierte mich immer, wie Leute an Gebete glauben konnten. Ich fühlte, dass das meine Chance war, um mir selbst zu beweisen, dass es keinen Gott gab. Ich erinnere mich, zu Gott zu beten, dass wenn es ihn wirklich gibt, er es mir so zeigen sollte, dass ich es verstehen würde. Am nächsten Tag hatte ich alles wieder vergessen und machte mich auf den Weg zu meinen Eltern, wegen Weihnachten. Das Wetter war furchtbar. Es gab so viel Eis und Schnee, dass es mir schwerfiel, mein Auto auf der Spur zu halten. Nach einer Baustelle kam das Fahrzeug vor mir entschleudern, weil es versuchte, einem liegen gebliebenen Fahrzeug auszuweichen. Wegen dem Eis konnte ich nicht mehr bremsen und verlor die Kontrolle über mein Fahrzeug. Ich raste mit ca. 80 km/h mit meiner Breitseite auf das liegen gebliebene Fahrzeug zu. Es gab nichts, was ich tun konnte. Plötzlich, ohne jeden Grund, drehte sich mein Fahrzeug noch einmal und quetschte sich durch einen kleinen Spalt zwischen dem liegen gebliebenen Fahrzeug und dem in Schleudern gekommenen Fahrzeug hindurch. Ich bin natürlich gleich danach stehen geblieben und realisierte erst, was passiert war. Erst dann erinnerte ich mich wieder an das Gebet vom Vortag und fühlte, dass Gott um dieses Ereignis zu mir sprechen wollte. Ich rief sofort meine Freundin an und erzählte ihr, was passiert war und dass ich jetzt an Gott glauben würde. Später fand ich dann heraus, dass ca. 25 Wagen in diesen Unfall verwickelt wurden und dass der Spalt, durch den sich mein Auto quetschte, ca. 1 Meter kleiner war als mein Auto zur damaligen Zeit. Nur durch Gottes Schutz war es mir möglich, aus diesem Unfall heil herauszukommen und Weihnachten mit meiner Familie zu verbringen. Seit damals habe ich Gott in meinem Leben akzeptiert. Ich habe eine reale Beziehung mit ihm und erlebe Gottes Liebe täglich durch so viele verschiedene Dinge. Ich habe mich dann entschieden, auf einer Bibelschule zu studieren, um mehr von Jesus zu lernen und in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Gott hat mir immer wieder bewiesen, wie real er ist und hat mein Leben komplett verändert. Ich habe jetzt eine viel bessere Beziehung mit meinen Eltern, bin aktiv in meiner Gemeinde und liebe es, dort zu arbeiten. Gott hat mir so viel Freude in mein Leben gegeben. Mehr, als ich mir jemals erträumt habe. Ich wünsche mir, dass die Leute, die nicht an Gott glauben, so wie ich damals, erkennen, wie real er ist. Es ist sein Wunsch, uns das Beste im Leben zu geben. Mehr, als wir uns jemals erträumen können. Wow, also das nenne ich mal eine 180-Grad-Wende. Aber echt? Miriam war sich hundertprozentig sicher, es gibt keinen Gott. Und plötzlich sieht das ganz anders aus und sie lernt Gott kennen. Ja, Gott hat sie eines Besseren belehrt, ne? Also ganz offensichtlich. Und hat ihr dabei auch noch eben nebenbei das Leben gerettet, wenn man das mal so sagen darf. Doppelt sozusagen. Ja. Ja, nee, ist schon eine tolle Geschichte natürlich. Und ja, also die Miriam, glaube ich, die hat einfach jetzt auch so, ja, die hat Frieden gefunden mit Gott. Die weiß, hey,
Ich war doch irgendwie auf dem falschen Dampfer. Ist toll. Aber es muss ja nicht immer so drastisch zugehen, dass man bis an die Grenzen gehen muss. Aber mich würde mal interessieren, wie das bei dir ist, Sabine. Wenn du merkst, ey, ich bete oder also wie macht sich Gott dir verständlich? Weißt du, wie merkst du, dass er dir was sagen möchte? Also mir geht's oft so, ich lese in der Bibel, ich stolper über einen Vers und denke, der passt jetzt ja irgendwie genau zu dem, was in meinem Leben gerade läuft. Das kenn ich oder auch, oder ja. Was ich jetzt gerade sowieso, womit ich zu kämpfen habe vielleicht. Und da passt wie die Faust aufs Auge und du denkst, das kann jetzt irgendwie kein Zufall sein. Also Aha. Da spricht Gott jetzt ganz konkret zu mir in mein Leben. Und das ist ja das Tolle in der Bibel, dass es eben lebt. Mhm. Es ist Wort, das lebt. Ja, ja, und ja. Es spricht zu jedem Menschen wieder ganz anders, aber Gott spricht. Aber so Situationen, wo du gedacht hast, hey, ich kenne Gott eigentlich und ich weiß, ne, von wegen so und so. Und plötzlich schnallst du, aber er könnte ja aber auch so. Also den Aspekt vielleicht habe ich noch gar nicht so gesehen. Gibt es solche Momente auch für dich? Wie ja, passiert klar. sowas? Ja, zum Beispiel, wenn ich eine Predigt höre oder eine Predigt lese und denke, hey, ja, stimmt, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und dann kann man, das ist ja wieder so eine Entdeckungsreise. Du bist ja auch nie fertig. Ja. Du lernst dazu, du schmeißt vielleicht bestimmte Gottesbilder ganz über Bord und holst dir neue rein und so. Ja. Genau, alles so auf Grundlage der Bibel. Ja, ist doch toll, wenn man immer wieder was Neues entdecken kann. Und uns interessiert natürlich auch, wie Sie Gott erkennen und welche Erkenntnisse über Gott Sie gemacht haben, liebe Zuschauer. Deswegen lade ich Sie ein, diskutieren Sie mit uns auf unserer Webseite auf club700.tv/erkenntnis. Melissa Helser leidet seit ihrer Jugend unter einer schweren Form von Arthritis, die ihrem Körper, aber auch ihrer Psyche schwer zu schaffen macht. Ein Auf und Ab, das auch ihr Vertrauen zu Gott auf die Probe stellte. Mit 17 wurde bei mir Psoriasis Arthritis diagnostiziert, eine Schuppenflechte der Haut und der Gelenke. Ich sagte mir, du hast schon 4 oder 5 Knochenschichten an Händen und Füßen verloren. Bald könntest du gelähmt sein. Wenn die Psoriasis in die Blutbahn gerät, geht sie in die Gelenke und frisst langsam das Knochenmark auf und dann entzündet sich das Gewebe. Sie greift alle Gelenke im Körper an und diese können versteifen. Ich kam kaum noch aus dem Bett ohne die Medikamente. Sie hofften, dass sie die Schmerzen und Schwellungen lindern würden, aber das wirkte nicht. Es war ein Freitag und ich wollte gern zur Kirche. Der Sprecher stand auf, um zu predigen. Er sagte, ich spüre, dass heute jemand hier ist, der von Bitterkeit befreit werden muss. Wenn du das bist, steh auf. Mein Herz begann zu rasen und dann stand ich auf. Viele Momente meines Lebens schossen mir plötzlich durch den Kopf. Ablehnung, Dinge, die ich für meine Familie trug. Ich hörte plötzlich, wie Gott zu mir sprach. Das Erste, was er sagte, war, Melissa, was machst du da? Ich habe dir Autorität und Mut gegeben, aufzustehen und gegen diese Sache zu kämpfen. Warum gibst du auf und stirbst dabei? Danach warf ich all meine Medikamente weg und fastete 30 Tage lang. Ich war komplett geheilt. Als ich Melissa das erste Mal traf, dachte ich, wer auch immer sie ist, die Art, wie sie Gott liebt, ich muss sie kennenlernen. Wir heirateten im Jahr 2000. Ein Jahr später wurde ich mit Cadence schwanger. Und ein Jahr danach kam auf einmal alles wieder zurück. Ziemlich heftig. Innerhalb eines Jahres waren 70-80% meines Körpers von Psoriasis befallen. Bei jeder kleinen Sache, die jeder normale Mensch tun würde, wie ein Glas öffnen oder andere Dinge, für die man seine Hände benutzt, hatte ich ständig chronische Schmerzen. Alles, was eine Mutter tut, sie halten, sie heben, rennen, spielen, war unmöglich. Mein Herz sagte nur, Herr, heile Melissa, komm schon, ich weiß, dass du das kannst. Für dich ist das nichts, es ist so einfach. Er flüsterte in mein Ohr, ich möchte noch mehr als du, dass Melissa geheilt wird. Vertraust du mir? Will you trust me? Als die Jahre verstrichen, wurden der Alltag und das Muttersein immer schwerer. Manchmal ist man kurz vorm Durchdrehen, denn in einem Moment verkündet man die Güte Gottes und dann denkt man, er hat mich total verlassen und ich weiß noch nicht mal, wo ich ihn finden kann. And I don't even know where to find him. Ich sagte mir immer wieder, ich werde nicht verbittern, ich werde nicht enttäuscht sein von Gott. Ich werde mein Leben lieben.
Ohne Spannung kann man keine Musik machen. Wenn man die Spannung aus einem Instrument nimmt, macht es keinen Ton mehr oder nur einen schlechten. Ich spürte, wie ich mehr wie Gott wurde. Auch wenn ich in dieser krassen Spannung mit meinem Körper lebe. Crazy tension with my body. Vertraue ich dem Herrn, dass er nicht zu stark ziehen wird, dass ich zerbreche? Ich erinnere mich an mein breites Grinsen auf dem Gesicht. Du meine Güte, ich verändere mich. Ich fing an, ihn kennenzulernen, in meiner Wüste. Dort bewies er mir seine Liebe. Wir sahen, wie Lieder die Lügen vertrieben. Selbst in der Anspannung, weil sie nicht geheilt wurde, gab es Musik. Und die Lieder, die sie schrieb, vertrieben die Ängste. Chased away the fears. Whisper my name, so only I can hear. What I wanted, was ich wollte, war eine weitere übernatürliche Heilung. Call to my heart, chase away my fears. Ich nahm keine Medikamente mehr, seit ich 17 war. Sie richteten so viel Schaden an. Aber Gott bat mich, alle meine Erwartungen loszulassen. Er sagte mir, ich würdige dein Herz, ich sehe das Vertrauen, die Hoffnung und deinen Glauben. Aber ich gehe diesen Weg. So wie, du musst aufstehen und du musst mir hier entlang folgen. Ich begann im März 2007 wieder Medikamente zu nehmen. Nach nur 3 oder 4 Wochen konnte ich meine Hände und Füße wieder richtig spüren. Ich erinnere mich an den ersten Tag, als ich die Treppe hochging und es nicht wehtat, Haven aus der Wiege zu heben. Zum ersten Mal fühlte ich mich wieder schön. Und Jonathan und ich gingen wieder zusammen aus. Gott, das war... Ihre Schönheit hat für mich nie abgenommen. Sie liebt Jesus leidenschaftlich. Sie vertraut der Güte des Vaters, selbst wenn diese Krankheit sich an ihr festhält. Ich habe gesehen, wie sie den Riesen ins Gesicht schaut und ihren Lügen entgegnet. Wer bist du zu behaupten, dass mein Vater nicht gut ist? Viele Menschen schauen mich an und sagen, aber du bist doch gar nicht geheilt. Ich sage, ihr versteht nicht. Er hat mir genau das gegeben, was er versprochen hat. Er gab mir Hoffnung, Leben, Liebe und er gab mir Gnade. Das gelobte Land war für mich die Öffnung meiner Augen, den Herrn so zu sehen, wie er wirklich ist. Ein guter Vater, trotz des Leids, das ich durchmachte und immer noch durchmache. Es ist die Zusage seiner Güte. It is the promise of his goodness. Melissa beschreibt Gott als einen guten Vater und vertraut auf seine Güte. Sie hat wirklich etwas von Gottes Wesen verstanden. Mehr Erkenntnisse über Gott hat jetzt Andreas für uns. Wie können wir Gott erkennen? Das fällt uns manchmal schwer, denn wir finden ihn nicht da, wo wir ihn erwarten. Und wir würden an seiner Stelle vermutlich viele Dinge auch anders machen als er. Aber Gott lässt sich von uns einfach nicht in eine Schublade stecken. Er grenzt sich sogar bewusst ab. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, lässt er uns zum Beispiel durch den Propheten Jesaja ausrichten. Und trotzdem nimmt das Gotterkennen eine zentrale Rolle ein. In Johannes 17, Vers 3 zum Beispiel sagt Jesus, darin aber liegt das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Was das meint, was Jesus damit meint, will ich sagen, hat nichts mit einer bloßen Wissensanhäufung zu tun. Auch wenn es bestimmt kein Schaden ist, etwas über Gott zu wissen. Hier ist von Erkenntnis die Rede, die Leben stiftet, das ewige Leben sogar. Ein Leben in Begegnung mit Gott als Person. Denn Gott liebt mich, er sucht mich und er will mit mir kommunizieren. Er zeigt sich uns, damit wir uns auf ihn einlassen. Wenn wir also etwas von Gott erkennen, dann führt uns das in eine tiefere Beziehung mit ihm. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine Spannungen geben wird. Ich werde aufgrund meiner Beziehung zu ihm nicht alles verstehen, was Gott sagt und tut.
aber ich kann darin wachsen. Denn Jesus spricht davon, dass er uns wie Freunde ins Vertrauen zieht. Und so kann ich im Herzen verstehen, dass Gott gut ist und bleibt. Denn so kenne ich ihn, obwohl meine Lebensumstände mir vielleicht etwas anderes vermitteln wollen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Sie können die Sache mit Gott nicht so einfach erklären, aber in Ihrem Innern spüren Sie eine gewisse Faszination oder Sie spüren seinen Frieden. Ich kann Ihnen anbieten, gerade jetzt mit Ihnen zu beten. Lieber himmlischer Vater, es ist etwas sehr Schönes, dass du dich uns offenbarst und dass du dich uns verständlich machst. Manchmal stehen uns Umstände oder eigene Zweifel im Weg, uns auf diese Freundschaft einzulassen, die du uns anbietest. Hilf bitte jedem, der an diesem Punkt kämpft. Und lass uns mit dem Herzen sehen und erkennen, wie gut du bist. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Falls Sie noch persönlich mit jemandem beten möchten, unser Gebetsteam steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Die Rufnummern für Österreich und die Schweiz lauten 0800 0700 08 und für Deutschland wählen Sie bitte 0800 25 82 700. Der Service ist für Sie kostenfrei. Nachdem Sie bereits 5 Söhne großgezogen haben, will das Ehepaar Lero gerne noch ein Mädchen adoptieren. Die kleine Danielle ist sofort ihr Wunschkind. Doch die Behörden warnen, Danielle sei ein Wolfskind und völlig verwahrlost aufgewachsen. Ist diese Herausforderung vielleicht doch zu groß? Bernie und Diane Lero wollten immer eine große Familie haben. Als 4 ihrer 5 Jungen groß und aus dem Haus waren, wünschten sie sich noch Familienzuwachs. Sie wollten eine Tochter adoptieren. Die Leros gingen zu einer Veranstaltung, wo über 100 Kinder auf mögliche Adoptiveltern warteten. Obgleich Diane von Dutzenden gesunder Kinder umringt wurde, fesselte sie ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Mädchen, das an diesem Tag nicht dabei sein konnte. Als wir Danielles Bild da am Anschlagbrett sahen, fühlte ich mich angezogen. Da war etwas an ihrem Gesicht, ihrem Blick. Als wir nach ihr fragten, sagten sie, sie werden sie nicht wollen. Aber wir wollten mehr wissen. Und endlich sagte eine der Frauen, es stimmt etwas nicht mit ihr. Sie ist nicht ganz richtig im Kopf. Trotz dieser Warnung ließen die Leroffs nicht locker und wollten mehr über das Kind erfahren. Die Sachbearbeiter der Agentur malten ein düsteres Bild. Detektiv Mark Holst gehörte zu denen, die die Verhältnisse vor Ort sahen. 2007 ging die Meldung über ein vernachlässigtes weibliches Kind ein und mein neuer Partner und ich wurden losgeschickt. Als wir kamen, war die Frau vom Sozialamt bereits ohne uns im Haus gewesen und sie stand schluchzend an ihrem Auto. Sie weinte. Ich ging zu ihr und fragte, sind Sie verletzt? Wurden Sie angegriffen? Sie sagte nein, aber das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Mein Partner musste sich übergeben. Er hielt es drinnen nicht aus wegen der Kakerlaken und der Tierexkremente. Überall waren Hunde und Katzen und Tausende von Kakerlaken. Es knirschte bei jedem Schritt. Die Luft war von beißendem Gestank erfüllt, der einen fast umhaute. Detektiv Holst kam in einen kleinen Raum, nicht größer als eine Abstellkammer. Da lag nur eine Matratze auf dem Boden, die vollkommen verdreckt war. In einer Ecke lag ein Haufen schmutziger Windeln, auf denen sich Insekten tummelten. Fliegen, Schmeißfliegen. Am anderen Ende der Matratze war ein Kind, Danielle Crockett. Als Detektiv Holst Danielle fand, war sie 7 Jahre alt und wog knapp 21 Kilo. Sie konnte nicht sprechen, reagierte nicht auf Ansprache und konnte keine feste Nahrung zu sich nehmen. Danielle war ein richtiges Wolfskind. Nach Aussagen von Nachbarn wurde sie nie draußen gesehen. Wir haben erst davon erfahren, nachdem ein Nachbar sie zufällig entdeckt hat, als sie aus dem Fenster schaute. Ich bin nun 27 Jahre Polizist, aber das ist das Schlimmste an Kindsvernachlässigung, was ich je erlebt habe. Daniels leiblicher Mutter wurde sofort das Sorgerecht entzogen und Danielle ins Krankenhaus gebracht. Es machte mich wütend. Ich musste weinen, als ich in ihrer Akte las, wie sie gehalten worden war und wie sie gefunden wurde. Es ist erstaunlich, dass sie das alles überlebt hatte, dass sie bis zu dem Tag, an dem sie gefunden wurde, durchhalten konnte. Ärzte und Therapeuten diagnostizierten umgebungsbedingter Autismus und informierten die Leroffs darüber, dass die Grundpflege äußerst anspruchsvoll sein würde.
Als wir den psychologischen Bericht lasen, war das sehr entmutigend. Ihr Entwicklungsstand entsprach in fast allen Bereichen einem Baby zwischen 0 und 6 Monaten. Nur laufen konnte sie schon. Sie ist so isoliert von der Welt aufgewachsen, dass ihre Fähigkeiten zur Interaktion ein Leben lang beeinträchtigt sein werden. Aber Bernie und Diane waren sicher, dass Danielle Teil ihrer Familie sein sollte. Während des Adoptionsprozesses lebte Danielle in einer Wohngruppe und kam in eine Sonderschulklasse. Dort besuchten Bernie und Diane sie. Ich glaube, unsere Zuversicht wuchs durch die ersten Besuche in Danielles Schule. Jedes Mal, wenn wir kamen, konnte sie etwas Neues. Beim ersten Besuch nahm sie sogar Augenkontakt mit Bernie auf. Ja, sie streckte ihm die Arme entgegen. Das war sehr ermutigend. Ja, da ist dieses kleine Wesen. Sie ist ansprechbar. Es wird nicht leicht sein, das ist klar. Aber wir können Fortschritte machen. Und Bernies Entschluss wurde durch einen Traum gefestigt. In dem Traum sah ich Jesus und er hatte Danielle in den Armen und sagte, sie ist mein und ich gebe sie dir. Und er übergab sie mir einfach und sagte, sorge für sie. Am 29. Oktober 2007 wurde das ehemalige Wolfskind zu Danielle Lero und hatte zum ersten Mal eine liebevolle Familie. Aber es warteten noch viele Schwierigkeiten. Wir wussten nicht, ob wir sie je dazu bringen würden, die Toilette zu benutzen oder mit einer Gabel und einem Löffel zu essen. Wir fingen also Schritt für Schritt an. Erst wussten wir nicht, was für Ziele wir uns setzen sollten. Aber ein Schritt kam nach dem anderen. Du liebst das Kind einfach, wie es ist. Sie ist mein Kind. Basta. Manchmal wirst du rund um die Uhr beansprucht, aber es lohnt sich in jedem Fall. Heute lebt Danielle mit ihren Eltern auf einer Farm in Tennessee und hat erstaunliche Fortschritte gemacht. Sie geht allein aufs WC, sie schwimmt, reitet, wäscht und zieht sich selbstständig an. Auch wenn das nicht spektakulär klingt, geht das doch weit über die Prognosen hinaus, die die Spezialisten damals gestellt hatten, als man sie fand. Obwohl Danielle noch sprechen lernen muss, hat sie bemerkenswerte Fortschritte in nonverbaler Kommunikation gemacht. Sie macht gerade eine Übung. Sie gibt mir ein Bild und ich gebe ihr den abgebildeten Gegenstand. Sie lernt auch Geld und Münzen zu unterscheiden. Sie lernt Farben zu erkennen und zu sortieren. Eben ganz alltägliche Dinge. Aber sie möchte gefordert werden. Sie möchte lernen. Ich glaube, Gott trägt viel dazu bei. Sie fühlt sich sicher, beschützt. Sie ist an dem Ort, der für sie bestimmt ist. Ich glaube, das Schönste an der Adoption ist, dass das Kind eine zweite Chance im Leben bekommt. Es gibt noch so viele Kinder, die Pflegeeltern brauchen oder Adoptiveltern. Es ist so beglückend, wie ein Kind, das zerbrochen und entmutigt in dein Haus kam, heranwächst und immer mehr aufblüht. Das entschädigt für jegliche Mühe und macht einfach Freude. Die humanitäre Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil von CBN und eine gute Möglichkeit, Menschen in Not zu zeigen, es gibt einen Gott, der sie nicht vergessen hat. In der Ukraine haben wir die Familie von Mischa getroffen. Der kleine Junge plagte sich schon länger mit einem lebensbedrohlichen Eingeweidebruch. Mischa ist eines von 5 Kindern einer armen Zigeunerfamilie in der Westukraine. Das Leben hier ist hart. Doch Mischa leidet besonders. Er hat eine große Hernie, die jederzeit platzen könnte. Ich lebe ständig in Angst. Er muss dringend operiert werden, aber wir haben kein Geld. Es tut sehr weh. Ich hoffe, dass ich irgendwann operiert werden kann. Es ist schwierig, mit anzusehen, wie die Schmerzen ihn quälen. Die Hernie wird größer, jedes Mal, wenn er läuft oder rennt. Mischas Vater hat keine Ausbildung und findet keine Arbeit. Er versucht, für seine Familie zu sorgen, indem er Pilze sammelt und verkauft.
Papa arbeitet so hart er kann, aber manchmal haben wir nicht mal was zu essen da. Mishas Familie geht in eine Partnerkirche von Orphans Promise. Ich glaube, dass Gott alles kann, sogar, dass ich operiert werde. Als Terry diesen tapferen kleinen Jungen und seine Mutter traf, sah sie, dass die Hernie lebensbedrohlich war. Sie wollte helfen. Wir brachten Misha ins Krankenhaus und bezahlten die Operation. Ich kann gar nicht wieder aufhören, mich zu freuen, dass Misha operiert wurde. Es geht ihm besser und ich bin beruhigt. Er ist jetzt richtig lebhaft, bringt Holz ins Haus und wischt den Boden. Er ist ein guter Junge. Damit die Familie mehr zu essen hat und es ihnen besser geht, besorgten wir einige Hühner. Die Eier können sie nun selbst essen und verkaufen. Ich danke euch so sehr für eure Freundlichkeit. Ihr habt uns in größter Not geholfen. Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Danke, dass ihr die Operation bezahlt habt. Mein Bauch tut nicht mehr weh. Danke. Ja, mir als Mutter geht das natürlich schon sehr nahe. Ja, man guckt dieser Frau ins Gesicht und merkt einfach nur, was für eine Anspannung da war. Und jetzt natürlich die Erleichterung, dass ihrem Kind geholfen wurde. Wenn du nichts machen kannst, stell dir das mal vor bei deinen eigenen Kindern. Möchtest helfen, hast kein Geld dafür. Also ich persönlich, ich freue mich einfach riesig darüber, wenn man so Leuten helfen kann. Ja, und wenn dann in so eine aussichtslose Situation plötzlich Hoffnung kommt, ist das eine super Sache. Helfen Sie uns, liebe Zuschauer, dass wir solche Menschen unterstützen können. Weitere Infos dazu finden Sie auf club700.tv. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Sehr schön, dass Sie mit dabei waren. Und wir hoffen natürlich, dass wir Sie so ein bisschen neugierig machen konnten auf Gott. Denn es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Ganz genau. Und jetzt ist natürlich auch noch die Gebetshotline für Sie geschaltet. Rufen Sie also gerne an. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Gottes Segen. Übrigens, damit Sie bei Club 700 immer auf dem Laufenden bleiben, einfach unsere wöchentlichen Programm-News per E-Mail anfordern. Und wer lieber etwas in der Hand haben möchte, kann sich gerne unseren Freundesbrief bestellen. Beide Angebote sind natürlich kostenfrei. Also rufen Sie an oder klicken Sie auf club700.tv.